Auch im heutigen Video, also das, was ich jetzt gerade noch filme, habe ich einige Aufnahmen anders gemacht und auch der Schnitt wird dann anders sein. Lotte! Guten Morgen, meine liebe YouTube-Familie. Heute habe ich mich mit dem Make-up von Vichy geschminkt, das ich euch gestern schon gezeigt habe. Ich habe davon ja ein kleines Bröbchen in drei Farbnuancen, zu dunkel als meine eigentliche Farbe ist und ich muss gerade so lachen, wenn ich in den Spiegel schaue. Das sieht so dunkel aus, oh mein Gott. Und im Display sieht das irgendwie total hell aus, also sieht das für euch okay aus. Naja, auf jeden Fall, es sieht dunkel aus, es ist einfach nur dunkel und mir gefällt das ja dunkel überhaupt nicht. Ich mag ja lieber helle und blasse Haut und nicht dunkle Haut und das ist ja auch überhaupt nicht mein Farbton. Aber jetzt mal so zum Auftrag und zur Konsistenz von dem Make-up. Und zwar ist das Make-up nicht ganz so dickflüssig wie das von... Wie heißt das Ding? Leute. Nee, Lancôme, wie komme ich denn? Ach so, weil ich gerade im Moment am Abend für mein Gesicht so ein Serum verwende. Das ist von Biotherm, von Lancôme. Das war von Lancôme, das ich davor verwendet habe. Auch ein Bröbchen. Also es ist nicht ganz so dickflüssig, aber auch wieder dickflüssiger als meine Fit Me Foundation von Maybelline, die ich ja die ganze Zeit davor benutzt habe. Vom Geruch her fand ich das so ein bisschen, das hat so wie Reinigungsmittel gerochen. Also so wie Spiritus irgendwie ein bisschen. Aber verfliegt alles, ist nicht weiter tragisch, ist natürlich viel zu dunkel. Ihr könnt mal hier das so sehen. Da ist nämlich so ein bisschen kleckeri-kleck. Und ein bisschen ist noch drin. Ich weiß aber nicht, ob das noch komplett für morgen, für mein ganzes Gesicht reicht. Aber soweit finde ich es okay. Bis auf, dass es eben viel zu dunkel ist. Es ist auf jeden Fall schön gleichmäßig im Gesicht und ließ sich schön auftragen. Allerdings denke ich, dass ich das von Lancôme doch besser gefunden habe. Aber das Ergebnis gefällt mir doch ganz gut. Und wenn das halt jetzt noch mein Farbton wäre, dann könnte man das viel besser beurteilen, als wenn man viel zu dunkle Foundation im Gesicht hat. Das soll bis zu 14 Stunden halten. Das von Lancôme hatte eine Haltbarkeit von 24 Stunden. Also das von Lancôme hat auf jeden Fall den ganzen Tag über gehalten, ohne zu verrutschen. Und ich war davon sehr, sehr begeistert. Jetzt teste ich mal aus, wie lange sich das hält, ob es auch den ganzen Tag hält.
Ich muss euch unbedingt noch von meinem Traum heute Nacht erzählen. Mal davon abgesehen, dass ich in der Tiefgarage aufgelauert und überfallen wurde, nochmal zum Zahnarzt musste, weil irgendwas nicht gepasst hat, hatte ich einen Termin beim Friseur. Beim ersten Mal war es wieder viel zu dunkel. Deswegen bin ich ein zweites Mal hin, damit mehr Strähnchen gemacht werden und das Ganze blonder wird. Und danach waren die orangen Stellen bei meinen Haaren immer noch nicht überfärbt und ich musste ein drittes Mal hin. Ich glaube, das spiegelt ganz gut mein aktuelles Friseurdrama wider und meine Angst vorm Friseur. Es beschäftigt selbst mein Unterbewusstsein und verfolgt mich bis in den Schlaf. Ich habe bei dem Video, das ich heute früh geschnitten habe, mal ein bisschen was anderes im Schnitt ausprobiert und auch in der Art und Weise, wie ich es gefilmt habe. Für euch ist es das Video gestern und auch im heutigen Video, also das, was ich jetzt gerade noch filme, habe ich einige Aufnahmen anders gemacht und auch der Schnitt wird dann anders sein. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Das ist so schön. Ja, das ist wirklich so schön. Und um so vieles angenehmer, als wenn es regnen würde, wirklich. Und es tut so gut. Ich bin ja nicht der Fan davon, wenn es heiß ist, aber so ist es schon ganz gut. Und aktuell laut meinem Handy-Thermometer haben wir Bayreuth teilweise sonnig. Ja, die Sonne kommt und sie geht und sie kommt und sie geht und es ist einfach nur schön. Oh. Have a problem. Ja, ich habe ein Problem und zwar wollte ich jetzt das Thumbnail machen für den Daily Vlog heute Abend. Habe jetzt mal wieder irgendwas verstellt, das ist mir schon mal passiert, aber ich weiß nicht mehr, wie ich es zurückverstellen kann. Ich habe keinen Player mehr und wenn ich in den einfachen Modus gehe, dann fehlt mir der Button, um das Standbild abzuspeichern. Ja, so schaut das jetzt im Moment aus. Also hier fehlt alles. Der Player, die ganzen Funktionen, die ganzen Dateien. Das Problem ist jetzt, ich habe schon gegoogelt, aber ich finde nicht mehr, wie ich das machen kann. Und ich habe natürlich von den vorherigen Malen vergessen, was ich da gemacht habe. Vielleicht sollte ich mir das mal aufschreiben. Jetzt mache ich Folgendes und zwar schalte ich meinen Computer aus. Ich fahre ihn komplett herunter, fahre ihn dann wieder hoch, öffne dann das Programm nochmal neu und hoffe dann, was ist da jetzt? Plugin Container Exe Fehler in der Anwendung, ja. Hoffe halt, wenn ich ihn dann erneut hochfahre und das Bearbeitungsprogramm neu öffne, dass dann alles wieder so ist, wie es eigentlich sein soll. Jetzt war die Speicherkarte voll und gleichzeitig blinkt der Akku. Tolle Kombi und mein Bearbeitungsprogramm ist außer Gefecht. Ich fahre den Computer jetzt wieder hoch, wechsle den Akku und hoffe, dass es funktioniert. Nein, es hat leider nicht geholfen. Ich habe immer noch kein Bild und weiß jetzt wirklich nicht, was ich machen soll und wie ich das wieder hinbekomme. Oh my goodness. Halleluja, Halleluja. Ich habe ein YouTube-Video gefunden, wie man das wieder herstellen kann. Ist eigentlich ganz einfach. Ich werde mir das, na gut, wenn ich das Video abspeichere, vergesse ich wahrscheinlich, dass ich mir das unter Favoriten abgespeichert habe. Auf jeden Fall ist alles wieder da. Juhu, juhu, juhu. Hey, das heißt, ich kann jetzt für euch das Thumbnail machen. Yay. Die Stimmung ist aufgeheizt.
Also ich möchte nachher noch den Bachelor schauen. Ich habe mir jetzt schon aufgerufen und ich hoffe, ich komme heute dazu, den zu schauen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun und nicht, dass es dann nachher wieder zu spät ist, aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Wenn ihr jetzt auf das i klickt, kommt ihr zu dem Daily Vlog von gestern. Wir sehen uns morgen wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr neu seid, für Videos jeden Tag um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Aber in Wirklichkeit ist es dann doch schon, ja, wie so ein Solarium gebräuntes Hühnchen.